Yeah, Bioshock Infinite. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge. Und wir haben 18:30 und das heißt Bioshock. Und ja, den ersten Riss haben wir in der letzten Folge schon gefunden. Wir wollen sehen, wie sich die Story weiterentwickelt. Und deswegen folgen wir den Fußspuren von dem Kreis. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben? Ja, hier ist eine Bank. Wahrscheinlich werden die, wieso haben die alles... Warum haben die alle so schwarzes Blut? Das sieht voll strange aus. Okay. Also ein bisschen creepy ist das ja schon. Okay. Okay, die erwarten noch jetzt nicht wirklich, dass ich mit dem Aufzug in diesem total... Okay, sie erwarten. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Ja. Hier, Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Du sollst mich doch Booker nennen, Mensch. So, komm, Bereich verlassen. Jawohl. Gucken wir uns an. Die Bank des Propheten ragte wie ein goldenes Kalb über der Stadt auf. Oh, das war zu schnell für mich. Ah, oh, hier wird wieder gefightet, sagst du. Ich will nicht. Na dann. Geht klar. Oh, da kommen sie schon. Ich hab sie schon gesehen. So, killt euch erstmal gegenseitig, bevor ihr euch mit mir anlegt hier. Umzingelt ihn! Oh, schade, das war jetzt fail. Au! So, ich will mich doch umgucken. Alter. Erstmal alles einsammeln hier. Ey! Nur daneben. So, die Dicken, die übernehme ich immer. Weil das ist mega praktisch, wenn man die übernimmt. Weil die haben nämlich voll keine Rüstung. So, dich übernehme ich jetzt auch wieder. So, wunderbar. Ja, jetzt ist nämlich Feierabend. So, du killst dich ja eh selber, also ist mir das vollkommen Wurst. Na komm, sie mach hin. So. Alter, wie viel hier, ich noch? Eine. Für die Kasse. Oh, mein Gott, du findest aber auch gerade ziemlich viel. Ich meine, okay, wir befinden uns gerade in einer Bank. Das hier sicherlich einiges an Geld. Die Fußspuren scheinen jetzt zum Tresor zu führen. Okay, aber da will ich noch nicht reinlaufen. Tut mir leid, hier, da blinkt nämlich noch was. Boah, was hier alles noch an Geld rumliegt. 50%. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ja und? Das ist doch hier in Deutschland fast genauso. Also das ist ja wohl nichts Schlimmes. Also ich kann mir, also das sind ja wohl normale Zustände hier in Deutschland. 50, ja, und 50% nicht ganz, ja. Aber, oh. aber für die Hälfte, ja, die Hälfte gibst du ab, quasi. Kann man ja so sagen. Aber gut, stimmt. Wir müssen natürlich bedenken, dass wir hier von Amerika reden. Und da sind die Steuern natürlich nicht so hoch wie bei uns hier in Deutschland. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich denken, 50%, what the fuck? So, komm, mach mal. Läufst du mal? Eine Sekunde. Einen einzigen nur? Geschafft. Okay, dann lass mal reingucken. Oh, gut. 104. Naja. So, hier steht wieder ein Karabiner, aber ich bin gerade ganz zufrieden mit meinem Maschinengewehr. Wenn ich das mal so behaupten darf. So. Okay, dann haben wir hier die ganzen Tische schon durch. Dann gucken wir uns jetzt hier noch eben um. Weil die Fußspuren ja da hinten hinführen, aber da will ich jetzt noch nicht hin. Alter Schwede, was geht hier ab? So. Aber 50%, ey. Da hat er sich aber ordentlich was abgezogen. Was hat denn er mit dem ganzen Geld gemacht, du? Na gut, irgendwie muss die Stadt ja auch, ne? In der Luft gehalten werden. Wird sicherlich auch hier nicht wenig Kosten verursachen. Hep! Hep! Dankeschön, Elisabeth! Lol, Alter. Wie die ganzen Angestellten hier alle abgemurkst sind. Alter Schwede, guck dir das mal an, was hier abgeht, ey. Alle niedergemetzelt. So, da, wie viel Geld wir hier drin finden. Wir haben schon über 3000 mittlerweile.
Da noch Lockpicks, Ananas. Oh, wütende Stampfer. Wenn deine Gesundheit extrem niedrig ist, fügst du doppelten Schaden zu. Was haben wir denn momentan an? Verringert die Verzögerung beim Wiederaufladen eines Schilds um eine Sekunde. Erhöht die Wiederaufladrate von Schilden um das Doppelte. Tja, also ich meine, wir hatten jetzt gerade schon sicherlich die, die Zwickmühle, dass wir schon wenig Gesundheit hatten. Und ich muss sagen, also ich lege das jetzt mal an. Heißt, bei wenig Gesundheit machen wir jetzt doppelten Schaden. Finde ich gut. Weil wenn wir solche Hardcore-Gegner da haben, dann ist das schon ziemlich nervig, muss ich sagen. Achso, wir wollten uns ja, vielleicht sagt er noch, sagt die noch was zu dem Bild. Sagt die was zu dem Bild? Nein, sagt die nicht. Sie erzählt uns nichts. Warte mal. Ist das Comstock und ist das Lady Comstock? Bist du das etwa? Sieht dir aber irgendwie nicht so ähnlich. Oder? Tja! Weiß nicht. So, gucken wir uns hier nochmal um. Ach, hier sind wir hergekommen. Ja, schön. Komm, Elizabeth. Boah, die teleportiert sich immer mal. Da war noch was. Hat da nicht was geblinkt? Okay. So, da ist noch ein bisschen Munition wahrscheinlich. Brauchen wir nicht. Wir haben alles voll. Alles voll. Lol. Was war das denn gerade? Da lief was lang. Das hat gekräht. Also, das war so ein Krähenspacken. Da komme ich nicht rein. Komme ich auch nicht weiter. Okay. Muss ich hier sofort wieder fighten, sagst du? Komme ich auch nicht rein. Da sind wahrscheinlich ganz viele Akten hier. Okay. Ja, komm. So. Scharfschütze, da drüben. Scharfschütze? Was? Oh, da hinten. Geil, der hat ja erstmal voll abgeknallt. Aber fit. Ist doch cool. So, du hilfst mir jetzt auch. Aber der Scharfschütze konnte ja gar nichts. Den habe ich ja direkt wegge... Ja, sehr schön. Ja, Gesundheitskit brauchen wir eigentlich. Oh, hier können wir noch die Tische suchen. Da oben ist ja noch was drauf. Ach komm, Elizabeth! Du sperrst mich ein! Ja. Okay. Da haben wir noch einen Schreibtisch. Sehr schön. Oh, wie viel Geld hier wieder rum. Aber geil. Ah, das war wahrscheinlich der Sniper, der nichts drauf hatte. Oh, hier liegt noch Munition. Da steht noch eine... Nee. Also ich sehe hier voll Sachen, die nicht da sind. Bank of the Prophet. Ja komm, dann soll doch dieser komische... Alter, ganz ehrlich, finde ich nicht so geil, dass der mich hier verfolgt. Der soll mich doch in Ruhe lassen. Ah, da ist der Riss. Wunderbar. Hier ist eh nichts mehr. Da ist noch ein Einzugteil. Spektraler Handlanger. Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Das Fallenlassen einer Waffe? Ach so, wahrscheinlich, wenn ich die Waffen wechsle. Schätze ich mal. Also hätte ich das aber vermutet. Ah, lol. Das ist einfach mal, wenn wir vorbeigejumpt ist. Bin noch nicht fertig. Ich will noch gucken, ob hier noch was Geiles rumliegt. Was? Ich kann nicht die Treppe hochgehen? Hier sind noch Safes, die ich nicht öffnen kann. Hier ist aber auch keine Infusion mehr oder so. Alter, wie hier alles geplündert ist. Okay, die Safes sind auf jeden Fall alle ratzeputze leer. Irgendjemand hat sich hier richtig derbe bedient. Und da ist noch ein Safe, den ich knacken kann. Kriegst du das geknackt? Das
Das wird nicht lange dauern. Ja, gut, ne? Wenn hier keiner mehr ist, ich meine, jetzt interessiert dann auch keiner mehr. Dann kann ich mir das Geld auch so mitnehmen. Und wie viel Geld hier gelagert sein musste. Ich meine, okay. Ich meine, jeder Bürger hat hier seine Steuern bezahlt und wahrscheinlich lag die ganze Kohle eben hier. Also wird hier wohl ein ziemliches Vermögen gelegen haben. So, was da? Muss man den Rest an. Wow! Alter! Okay! Wo ist der hin? So, du fließt jetzt erstmal eine Runde. Na? Lol, ist der tot? Habe ich den gekillt? Aber der hat nichts fallen lassen. Uncool. Okay, dann halt nicht. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Nein, Elizabeth, das tue ich allerdings auch nicht. So, komm. Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann, aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt, aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Ah, okay. Die heißt tatsächlich nicht Lutesse, sondern Lutesse. Lady Lutesse. So. Und? Oh, okay. Er hat also tatsächlich Lady Lutesse gefragt, ja? Oh, nö! Schon wieder? Oh, du willst aber auch nicht aufgeben, wa? So, komm, du hüpfst mir jetzt erstmal hier. Krass, wie rot auch der Lauf wird, das ist mir noch nie aufgefallen. Bitte sehr! Danke. Ich hab Munition! Kann ich eigentlich auch mehrere irgendwie... Boah, die muss ich kurz in den Motor. Ah, okay. Beherrschung funktioniert nur bei einem. Sie brauchst du einen neuen Verbund der alte nicht mehr. Okay. Okay. Alter, die hat aber auch Leben. Das ist der Wahnsinn. So, Feierabend. Nachladen, nachladen, nachladen. Erstmal neuen Verbund. So, Feierabend. So, jetzt erstmal hier durchrennen und die ganzen Maschinengewehre aufsammeln hier. War ich hier schon? Ja, klar war ich hier schon. Hier war doch der ganze... Hier habe ich doch alles durchsucht. So, Salz, sehr schön, herzlichen Dank. Ach, deshalb liegen auch die ganzen Toten hier rum. Deswegen sind auch alle tot. Draußen vor dem... sagen ja auch überall Tote. Wahrscheinlich werde ich mich mit denen auch noch anlegen müssen. Oh Gott. So, jetzt kann ich das auch alles gebrauchen, was die hier fallen gelassen haben. Ich muss jetzt eh hier raus, ne? Ja. Okay, ich habe mich so gut umgesehen, wie es möglich war. Also verlassen wir diesen Bereich wieder. Aber ich muss wirklich sagen, das Spiel nimmt gerade echt Fahrt auf. Also gerade wird es echt interessant. Ich frage mich jetzt, was bei dem dritten Riss rauskommt. Was wir da Schönes erfahren werden. Aber krass, was für ein Riesenkomplex jetzt die Bank da gerade war. Echt heftig. So, und hier geht's jetzt wahrscheinlich direkt wieder weiter mit. Ja, nein.
Okay, was? Okay. Und jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, ich habe keine Ahnung. Was sagst du denn, Elizabeth? Wo bist du überhaupt? Ja toll, du stehst halt mal wieder einfach nur rum, oder was? Warte, wo könnten wir denn, wo müssten wir denn eventuell noch hin? Vielleicht müssen wir ja zurück. Vielleicht müssen wir ja zurück. So. Ach komm, deine Mutter! Okay, vielleicht müssen wir wieder hier lang. Ich hab ehrlich gesagt... Ah ja, tatsächlich. Sehr schön. Hier sind die Fußspuren, die uns den Weg führen. So, warte mal. So, jawohl, sehr schön. So, jetzt kaufen wir uns noch ein bisschen Munition. Warte mal. Nee, das Gewehr haben wir ja komplett aufgelevelt. Ah, wir können ja mal gucken, ob wir hier noch irgendwas... Nee. Warte mal, habe ich die nicht letztens gekauft? Für die Fähigkeit? In der letzten Folge? Das ist wahrscheinlich nicht gespeichert worden. Ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher. Hm. Okay, wir machen aber das hier. So. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal. Ich möchte gerne Munition für mein Maschinengewehr haben. Da! Na also, kaufen! Wunderbar! So, wo finden wir denn jetzt die letzte Wahrheit? Okay, hier lang. Wahrscheinlich jetzt im Comstock-Haus. Da wird wahrscheinlich der letzte Riss sein. Ja, schätze ich einfach mal, wa? Okay. Ah, hier drin! Im Fotoladen. Sieht kinderleicht aus. Da konnten wir vorhin auch nicht rein. Bitte. Sieht kinderleicht aus. Da ist der Riss. Sehr schön. Aber erst mal umgucken natürlich. Ne? Erst umgucken, erst einsammeln, erst alles mitnehmen. Was nicht nied- und nagelfest ist. Was? Weg. Ich will jetzt den Fotograf nicht benutzen. Nee, die Riss öffnen will ich jetzt auch noch nicht. Was ist das denn hier? Eine Shotgun? Brauche ich nicht. Okay, vielleicht liegt hier noch eine Infusion. Nein, hier ist ja gar nichts. Was ist das denn hier für ein Service? So, hier war Fotograf. Achso, Phonograf. Ah, ist ja nicht, öffne mal den Riss. Aber Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Okay. Hast du noch was zu sagen, Elizabeth? Bevor ich mir das Voxophon jetzt anhöre, musst du wieder denn sinnlos werden? Nein. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit 7 Tagen tot. Okay, also die Lutesses sollten sterben. Irgendwas haben die Lutesses da wohl mit dem Kind auch gemacht, also mit unserer kleinen Hübschen hier. Oder sollten die machen? Also ich bin... Okay, auf jeden Fall sollten sie sterben. Ja, aber es ist momentan irgendwas noch ein bisschen... Was? Was? Wer sagt das? Ja, da muss Comstock sterben, aber nicht ich. Wow, uncool. Komm, töte dich jetzt mal. War da nicht noch einer irgendwo? Ach, da hinten ist der. Woo! So, du gehörst jetzt mir. Aua! Oh, jetzt habe ich dich auch geschockt, wa?
Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Okay. Also, Mr. Comstock hat tatsächlich Lady Comstock und die Lutesses gekillt, so wie ich das gerade verstanden habe. So, und jetzt müssen wir wieder zurück. Okay, kehre zu Comstock zurück. Ja, gut, okay. Ah ja, genau, jetzt müssen wir ja hier durch. Aber, genau. Getötet. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Oh nee! Oh nee! So, erstmal jetzt hier. Ich glaube, ich sollte doch besser die Magnum nehmen. Die ist etwas besser. Alter! Okay, ich glaube, jetzt steckt die nochmal richtig ein. Boah, wie sie alle auf den drauf gehen, ey. Hammer geil. So, komm. Na dann. Da ist sie. Na komm! Baby, geh drauf! Frag mich ja, warum Kugeln hier überhaupt was ab. Ich glaube, da habe ich dir gerade einen derben Headshot gegeben. Dem Geist einen Headshot. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt... Warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Nice. Danke. Ja, gerne doch, mein Schatzlein. Okay, dann würde ich sagen, ist die Folge hier für heute auch vorbei. Lassen wir das einfach mal auf uns wirken, was hier gerade passiert ist. Ich bin echt gespannt, was daraus noch wird. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt in dem Spiel sind, aber... Ja, keine Ahnung. Also irgendwie... Ja... Ich weiß nicht, ich muss das erstmal selber verarbeiten. Ich blicke da momentan noch nicht so ganz durch. Ich habe ja schon gehört, dass das Ende sehr crazy sein soll. Also man muss schon ein bisschen mitdenken, um das hier noch verfolgen zu können. Also es ist nicht schwierig, aber man darf echt den Überblick nicht verlieren. Und jetzt würde ich einfach mal behaupten, macht euch noch einen schönen Abend. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen um 18.30 Uhr wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Bioshock Hardy. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist.